Wenn die Hand die treibende Kraft bei der Entwicklung des Menschen war, dann liegt die Überlegung nahe, dass sich in unseren Händen auch unsere körperliche Verfassung widerspiegelt. In dieser Linie hier jedenfalls will der Chirologe erkennen, dass ich Stress habe. Schwielen vom Sport haben nichts zu bedeuten. Diese feinen Linien hier bescheinigen mir ein hohes musisches Talent. Und die Lebenslinie endet bereits hier. Das verheißt nichts Gutes. Zeigt sich das Schicksal in der Handfläche? Muss nicht so sein, aber ausschließen kann man es natürlich auch nicht. Ernst Isberner Haldane, der die Chirologie begründet hat, will jedenfalls 160.000 Hände studiert haben, um schließlich Zusammenhänge zu erkennen. Unsere Autorin Jana Lemme hat sich auf die Hände schauen lassen. Ich habe einen Termin bei Joachim Schneider, Heilpraktiker in Villingen. Seit 10 Jahren wendet er die Handdiagnostik an, um Krankheiten oder die Anlagen dafür zu erkennen. Ich bin gespannt, was er bei mir finden wird, denn ich fühle mich völlig gesund. So, Frau Lemme, wir schauen Ihre Hände an. Zunächst nehmen wir mal die Außenhände. Jeder Finger nimmt Bezug auf ein bestimmtes Organ. Wir schauen uns zunächst die Nägel an. Sie haben etwas rötlich, in der Farbe rötliche Nägel. Was schon mal auf Nierenbelastung hindeutet. Sie haben sehr gut ausgeprägte Nagelmonde hier am Milzfinger, am Darmfinger, am Nierenfinger fehlt er, da sehen wir jetzt keinen Nagelmond. Ebenfalls hier am kleinen Finger kein Nagelmond, das bedeutet Hinweis auf Unterleibs-Bindegewebsschwäche in diesem Bereich. Wir drehen die Hände einmal um. Gut, wir haben hier viel kann mir nicht passieren, hoffe ich. Meine Lebenslinie ist lang. Aber das Herz... Wir haben hier in diesem Bereich, in der Herzlinie, kleine Aszeten, kleine Ausfranzen, also auch Herznervenüberreizung. Das heißt, Sie sollten sich nicht permanent Stress aussetzen. Kein Stress, das ist ein guter Ratschlag. Fordern nicht überreizen. Wie kommt es denn, dass sich das alles in der Hand niederschlägt? Die Hand wird auch als das zweite Gehirn bezeichnet. Im Prinzip, jeder Finger nimmt Bezug auf ein bestimmtes Organ. Der Handteller wieder teilt sich auf in Organbereiche, ähnlich wie bei der Fußreflexzonenmassage, gibt es Reflexwirkung in die Hand und dadurch entstehen die Zeichen. Wir sehen jetzt hier in diesem Bereich bei Ihnen Anzeichen für Brüche, und zwar hier für Armbruch, hier für Bein und hier für den Beckenbereich. Dann haben wir Joachim Schneider kennt mich und meine Krankengeschichte natürlich nicht. Doch mit den Brüchen trifft er ins Schwarze. Vor ein paar Jahren hatte ich eine Beckenfraktur. Als Kind hatte ich mir die Arme gebrochen. Auch die Füße sind operiert. Und sonst? Alles gesund? Habe ich wirklich all die Krankheiten, die in meiner Hand zu finden sind? Schneider ist bekannt für seine treffsicheren Diagnosen. Sein Wartezimmer immer voll. Bis vor kurzem habe ich mich noch völlig gesund gefühlt. Der nächste Patient? Niklas Schilling. Niklas ist gerade mal 4 Wochen alt. Die Ärzte diagnostizierten bei ihm einen Nierenschaden. Joachim Schneider wusste es besser. Er hat festgestellt, dass es nicht die Niere ist, die ausschlaggebend ist, sondern dass es von Herrn Leiter oder von der Blase her rührt. Dass zwar die Auswirkung auf die Niere da ist, aber dass es auf alle Fälle reparabel ist. Und das hat dann die Uni bestätigt? Und das hat die Uniklinik bestätigt in Tübingen, genau. Dort überlegt man jetzt, ob Niklas operiert werden muss. Der OP-Termin von Anna Bösinger steht schon fest. In 2 Wochen wird sie am Darm operiert. Joachim Schneider hatte Anzeichen in der Hand gefunden, dass mit dem Darm was nicht in Ordnung ist. Der Arzt hat festgestellt, dass ich in dem Bereich, wo er jetzt sagt, ein Polyp habe. Und also ein ziemlich großer. Joachim Schneider guckt jedem seiner Patienten in die Hände. Egal, wie klein sie sind. Denn immer wieder bestätigen sich, wie er sagt, seine Diagnosen. Doch nicht immer müssen die Krankheitszeichen zu Krankheiten werden, betont er. Es sind nur die Anlagen, die der Mensch für diese oder jene Krankheit hat. Ob sie ausbricht, hängt vom Lebensstil und anderen Faktoren ab. Ich habe also noch Hoffnung, als ich am nächsten Tag in Wiesbaden in die Deutsche Klinik für Diagnostik gehe. Wird sich die Handdiagnose bestätigen? Bin ich schon krank, ohne es zu merken? Wir haben hier
Ich zeige Professor Rett, was Heilpraktiker Schneider anhand meiner Hand diagnostiziert hat. Wie viel Wahrheitsgehalt ist seiner Meinung nach darin enthalten? Ihre Vorgeschichte im Hinblick auf die Knochenbrüche und auf die Verletzungen hat sich bestätigt. Das will ich nicht kommentieren. Halten Sie es für möglich, dass man Krankheiten in der Hand erkennen kann? Ich will es nicht ausschließen, bin persönlich ein Verfechter der friedlichen Koexistenz diesbezüglich. Wenn es einem homöopathisch orientierten Kollegen gelingt, ein Symptom zu kurieren, dann ist dagegen ja nichts einzuwenden. Eine friedliche Koexistenz zwischen Schulmedizin und Handdiagnose, das entspricht auch unserem Testergebnis.